Grüßt euch Leute und herzlich willkommen zu Valotalk Nummer 13 mittlerweile, weil ich war letztes Mal schon auf 13, weil wir eine Special-Episode am Anfang gemacht haben und die habe ich nicht reingezählt, das heißt in meinem Kopf hatte ich schon 13 Videos gemacht, aber wir sind jetzt bei Episode 12. Wir haben wieder schöne Themen dabei aus Projekt V, aus der VRL und aus der VCT und wir gehen direkt rein und zwar in den untersten von den Wettbewerben in Project V. Und Max hat da, glaube ich, einen besseren Überblick diese Woche. Und was ist denn so passiert seit meinem letzten, ja, ich mein, unserem letzten Video? Ja, ich meine, es ist ja wieder viel passiert, oder? Also ich weiß gar nicht, beim letzten Mal haben wir so ein bisschen über Cheater und sowas gesprochen, die in der Project V, die es in der Project V gibt, die noch nicht gebannt wurden. Und man kann ja ganz klar sagen, ich glaube, das hatten wir im letzten Call noch nicht, dass Gamerdog da eine absolut phänomenale Arbeit geleistet hat. Ehrenmann. Er hat die Leute entfernt. Ich weiß jetzt gar nicht wirklich aktuell, ich glaube, es gibt auch gar kein festes Wort zu, wer jetzt alles bei Chemical Hearts gebannt wurde. Ich weiß, dass Systeme und Asian M4 Shadow. Also Asian wurde nicht für Cheating gebannt. Der hatte irgendeinen anderen Bann. Weiß anderen man aber Account. Nicht. Er hat einen 3-Monats-Bann bekommen, das kriegst du nicht für Cheating. Okay, also das. Vielleicht für irgendeinen, hier, wenn du so Crosser-Farbe änderst oder so. Er hat Ban-Evade gemacht, er hat einen anderen gebannten Account gehabt, er hat einen neuen gemacht. Wieso ja, wird er denn nicht? Er hat 3 Monate Bann. Ja, nur deswegen. Er hatte keinen Lifetime-Bann. Und da hat er einen neuen Account gemacht und der wurde dann gecheckt. Und deshalb wurde Asian gebannt. Aber ich glaube, Sister wurde für Cheating gebannt. Oh nein, das hat ja wirklich niemand kommen sehen. Also tut mir auch echt leid für Autumn, der sich da immer so schön verteidigt hat. Kappa, endlich weg, der Dreck, deswegen passt. Hauptsache, sie sind weg. Hauptsache, sie spielen nicht mehr mit. Können mit Artemis dann im HVH-Cup spielen. Genau, Artemis genauso weg jetzt. Ich glaube, da wurde Unreact gebannt. Ja, über den haben in der wir Ladder, ein oder andere. Nach einer 39-Kill-Loss gegen unser Academy-Team in der Ladder wurde er gebannt. Wer hätte gedacht, Spiel dann, gell? Wer im diese Clips Spiel gesehen hat, er hat geprefired mit Jet Knives auf Headshot. Ja, er ist der Beste gewesen einfach und Gamerdog hat's realisiert und hat ihm des Spiels verbannt, weil er einfach zu gut war. Der spielt jetzt außer Konkurrenz, weil er zu gut war, deswegen. Genau. So ist es halt. Ja, so viel zu den Cheater-Teams. Dadurch, dass die gebannt wurden, haben wir, sagen wir wirklich ganz ehrlich, wir hatten einfach Glück gehabt, genauso wie Cytic. Ja. Wir wurden hochgezogen, weil wir in den Runden davor halt nicht gegen Cheater gespielt haben, sondern erst im sozusagen Viertelfinale war das ja, Halbfinale wäre dann die Qualifikation gewesen. Dann hatten wir Glück gehabt, durften wir nochmal das BO3, oder was heißt nochmal, wir durften ein BO3 gegen Cytic spielen, haben das mit 2-1 gewonnen. Die haben absolut phänomenal auf Haven gespielt, muss man ihnen lassen. Da haben sie uns 13-11 besiegt, aber dann haben wir das locker runtergespielt. Und haben uns im Endeffekt qualifiziert für die SEL. Ich kann absolut jeden Einzelnen verstehen, dass man da sauer ist, vor allem auch euch. So, ihr wart ja auch in dem Tree, die gegen Artemis rausgeflogen seid. Genauso in Dortmund ist gegen die rausgeflogen. Genauso oben ist ein Kovana gegen Chemical Hearts rausgeflogen. Auch ein Exceptional Gaming, die auf der LAN gut performt haben, sind gegen die Chemical Hearts rausgeflogen. So, da kann man schon, also ich kann es verstehen, ich wäre genauso sauer, wenn wir davor gewesen wären, aber du kannst keinen kompletten Turnierbaum neu spielen, vor allem nicht in einem so kurzen Zeitplan. Die wurden donnerstags gebannt. Ja. Du hattest nur freitags Zeit, um eventuell irgendwas neu zu spielen. Freitags war der Romatra Cup, den haben übertrieben viele mitgespielt. Da kann die Project V auch nicht einfach sagen, hier, guck mal, wir machen da jetzt den halben Qualifier neu. Dann muss auch noch jeder dieser Teams müsste können. Das ist auch fast nicht möglich eigentlich. Es war auch schon schwer genug, zeitig heranzubekommen, um das Decider-Match zu spielen. Ja. Da spielen so viele Dinge mit rein. Und wir sind am ersten Tag, sind wir ganz knapp gegen SSP rausgeflogen, am ersten Qualifier-Tag. Ja. Und man kann schon sagen, also rein von den wie weit wir gekommen sind, waren wir schon ein Team, was das auch im Endeffekt, ja, halbwegs hätte man es damit halt argumentieren können, warum es auch okay war, dass wir dann irgendwie uns am Ende qualifiziert haben. Aber dass jetzt
Ja, so, Das ich. ist jetzt irrelevant im Endeffekt. Es wurde so entschieden, genauso wie bei Rush GG, wo Dortmund weiterspielen durfte. Wir müssen jetzt damit leben. Ich kann nur halt mein Mitgefühl mit allen Teams So äußern. aus der Situation, also so aus meiner Sicht jetzt, wir haben gegen Dortmund im ersten Qualifier direkt gespielt und verloren und dann am zweiten Tag gegen Artemis wurden wir umgedroht, wo wir wieder gegen Dortmund gespielt hätten. Also ich weiß auch nicht, was die Project V hat, aber wir spielen immer in maximal Runde 3 gegen Dortmund, bei allem und bei jedem. Props an Dortmund, dass sie da so durchziehen. Trotzdem ist es ein bisschen nervig, bei 7.000 Millionen Teams, die da mitspielen, immer gegen das Gleiche spielen zu müssen. Und ich glaube, wir haben noch kein einziges Spiel gegen Dortmund. Deswegen, Noch kein einziges in der ganzen Liga. ich hatte das mit Ivy damals, haben wir immer gegen Big spielen müssen. Immer, egal wo es die Möglichkeit gab, in der VCT-Runde 1 hatte ich Big schon. Also, erinnert mich daran, aber so ist es halt. Und mit dem Qualifier, dass man nicht neu spielen kann. Ich finde halt, die Lösung ist halt so, also völlig fein damit, die Teams, ihr könnt da genauso wenig was dafür wie irgendwelche anderen Leute. Deswegen, ich finde aber, vielleicht sollte man es fürs nächste Saison mitnehmen, dass man vielleicht irgendwie so einen Ausweichplan hat. Aber dann auch wieder von der Planung her. Ich glaube, dass der Downfall der Project V ist für mich immer noch dieses brutal übertriebene Schedule mit jeden Tag irgendwelche Officials, Turniere, Qualifier. Das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, so, da ist eher so der Kritikpunkt anzusetzen. Aber Hot Take von meiner Seite Ja. eigentlich, ich finde, dass die, sag ich mal, Turniere und alles, dass das gar nicht so crowded wäre, wenn man nicht noch die Ladder hätte. Weil Das stimmt. die Ladder frisst so viel Zeit. Ich glaube, wir haben seit. Wir haben, also, ich kann nachgucken und ich bin mir da ziemlich sicher, wir haben kein einziges Prag.com-Match gesucht in dem ganzen Split, Ich weil es hab einfach nicht geht. Wir Fun sind nur am Fact. Demo-Reviewen, wir sind nur am Fehler ausbessern, einzelne Fehler ausbessern und wir pracken in der Ladder. Wenn wir pracken. Oder wir pracken halt, während wir machen Dry Runs eigentlich nur. Wir Fun machen nie Fact. Pracks. Wir hatten insgesamt 7 Prags seit der Entstehung der Academy. 7 Prags, so viel habe ich gefühlt am Tag mit dem Main Team. Anderes Thema, aber man kann einfach nicht pracken in der Project V. Das war mir nie so bewusst. Also, ich habe das immer gehört, ja, man kann nicht pracken, dies, das. Dachte mir so, ja, okay, also irgendwann muss man dann halt noch mehr Zeit reinstecken, aber meine Jungs spielen gefühlt Fulltime. Und machen so viel Zeugs und dann müssen wir Ladder-Matches als Prax benutzen gegen irgendwelche Gold-Gegner, wo es gar nichts bringt. Also, es Ja, und bringt du für die. findest auch Ja. selbst mit der Autosearch findest du kaum Gegner. Wir haben kaum Gegner gefunden bisher mit dieser Autosearch und wir queuen auch abends mal. Wir haben Ladder Days jetzt die letzten 2 Wochen noch, wo wir immer wieder Wir spielen. finden Ich eigentlich bin immer Spiele, aber gespannt. halt wird es schwer, Weiß ich nicht. High-Ranked-Leute zu finden. Ja, wie, ja, ich weiß es nicht. Kann's dir ehrlich nicht sagen. Ich finde es ein bisschen. Ja, da kann man noch so viel diskutieren. Und aus meiner Sicht finde ich es halt, diese Ladder gibt viel zu viele Punkte dafür, was sie im Endeffekt auszusagen hat. So, es macht dann viel mehr Sinn, dass die Teams belohnt werden, die gut in den Officials sind, weil sie gute Teams sind und nicht, weil sie 100 Games spammen oder so. Oder Das ist das auch ein das wird ja, Problem, ja. das wird ja auch alles geändert, sage ich mal. Sag ich mal, das System der Ladder ist ja nicht das Problem, sondern es ist einfach diese überhaupt, also sie überhaupt existiert. Ja. Ich verstehe, dass das für einen Community-Aufbau und für, wenn du viele Amateurteams reinbekommst, die nicht schon auf diesem semi-professionellen Level das Ganze angehen, die halt Taktiken haben und alles Mögliche, dass du dann erstmal irgendwie Partner haben möchtest, mit denen du trainieren kannst oder in der Ladder, wo du dich messen kannst. Aber es ist halt für Teams wie uns, die halt auch, sag ich mal, eigentlich einen Aufstieg im Blick haben, der jetzt ja angekündigt wurde, Ja. wo wir am Anfang der Saison noch nicht davon ausgegangen sind, dass man aufsteigen Same. könnte. So, das haben wir ja auch offen kommuniziert hier im Podcast, so wir wussten es ja wirklich nicht. Das ist einfach zu viel. Und ich finde, nur diese Ladder ist zu viel, weil sie macht in meinen Augen keinen Sinn. Sie hindert die Teams am sich verbessern. Das Und ist das Ding. Also, man kann sie ja lassen, aber. das ist echt das Ding. Also, das ist gefühlt so, als müsste man nochmal eine extra Project V machen für alle Teams, die aufsteigen wollen. Und alle anderen, ich meine das nicht böse, alle anderen Bot-Teams sollen einfach laddern gegeneinander. Also, Einfach in Divisions unterteilen. genau, einfach Einfach in Division Divisions 1, unterteilen. Division 2 von mir aus spielt Turniere und kann
leider spielen, aber außer Konkurrenz oder irgendwie sowas. Von mir aus kann man das ja drin lassen, aber es macht halt keinen Sinn, wenn ich dann Gold-Teams fahren muss für plus 1 Ladder-Punkte für die ganzen Punkte und nebenher ja, dann noch 5... Du kriegst ja auch 4 Punkte im Endeffekt. Ja. Wenn du, sag ich mal, du spielst 20... nee, doch, 20 Matches. Ja. Du spielst 20 Matches gegen Gold. Du bist Diamond oder Immortal. Ja. Das ist keine Anstrengung für dich. Das ist ein 13-1 bis 5. 13-0 bis 5 ist das für dich. Kann eigentlich nichts anderes sein. Wirklich, wenn du gegen echte Golds spielst. Und weil man ja immer sagt, dass so viele Teams angemeldet sind bei der Pro League, ich glaube nicht, dass die Gold-Teams gerne Ladder spielen. Weil sie von Teams abgefahren werden, die Ladder spielen müssen, damit sie ein gutes Ergebnis haben. Und dann spielst du 20 Matches gegen Gold, was keine Anstrengung ist für dich. Du machst 80 VAC-Punkte, das ist ein zweiter Platz in einem, in einem Weekly. Zweiter Platz in einem Weekly, wo die Top-Notch-Teams mitspielen und immer eigentlich irgendein Top-Team gewinnt dieses Weekly. Das ist schon es hart. Es gab noch gar keine so krasse Überraschung, außer vielleicht Artemis, aber das hat sich ja selber geregelt. Aber es gab eigentlich noch gar keine krasse Überraschung, außer, okay, vielleicht Seven Sense, GHR sind aber trotzdem Namen, die man halt irgendwo auch noch miterwartet. Aber neben der Project hier, der Arcadia LAN, haben die bisher jetzt nichts mehr gemacht. Also, die war auch bei Currygold damals und als sie noch unter Currygold gespielt haben. Haben sie auch immer wieder mal einen guten Tag gehabt, aber so in der, also consistent war GAR jetzt nie, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Jetzt sind sie ja auch wieder in keinem Turnier vertreten oder ziemlich weit gekommen. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie rausgeflogen sind. Ich habe mich wirklich mit GAR nicht groß beschäftigt, aber ich habe sie jetzt nicht gesehen. Ich habe sie nicht weiterkommen sehen und auch in den Turnieren davor halt nicht. Deswegen, ja, also ich glaube, Ladder und so weiter, da muss sich noch ein bisschen was ändern für nächstes Jahr. Jetzt hat man aber auch noch eine gute Off-Time, wo man das noch optimieren kann. Es fühlt sich ein bisschen so gerusht an, dass man alles auf einmal haben will. Aber nichts, also man, das ist eher Quantität über Qualität, was gerade im Project V läuft. Aber es ist schon besser aber geworden es ist, vom ersten. Das also habe ich schon gehört. Aber trotzdem, so als meine erste Season ist ja diese Season. Davor habe ich mich wenig mit Project V befasst. Aber es fühlt sich trotzdem noch an, als wäre da noch viel zum Aufarbeiten, aber dafür sind wir auch da, beziehungsweise das ganze Team. Ich finde, es sollte so einheitliche Regeln geben für Team tritt nicht an im nächsten Spiel, was passiert? Einfach nur sowas, dass sich da jeder drauf berufen kann. Team wird gebannt, was passiert? Genau wird dann das Match, das, also theoretisch hätte man ja unseren ganzen Baum nachspielen lassen, hätte müssen, dies, das, man wusste es nicht, das ist halt Admin-Individuell-Entscheidung, ist halt immer schwierig, wenn es da um sehr viele Punkte geht fürs Weiterkommen. Passiert, aber. Ja, wir haben auch geschwitzt, um weiterzukommen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir wussten es ja bis zum Ende gar nicht, ob wir jetzt weiterkommen, weil auch im Raum stand, dass sie einfach die Unicorns, die gegen Lurk oder heißen sie jetzt No Mistakes. Die gegen die rausgeflogen sind, dass sie die weiterlassen, was in meinen Augen halt absolute Wettbewerbsverzerrung ist, weil sie haben verloren. Das ist dann wieder genau dasselbe Prinzip wie Dortmund gegen CGN. Ja, das stimmt. Die haben verloren, aber dürfen weiterspielen. So, das macht sobald man für mich Augen, verliert und das Gegnerteam nicht gebannt wird, hat man verloren. Fertig. Ja. Sobald Gegnerteam gebannt wird, sollte das Spiel annulliert werden. Fertig. Das hat nie stattgefunden, weil ist halt so. Keine Ahnung, die werden auch im Nachhinein Goldmedaillen in der Olympia aberkannt, wenn du 5 Jahre später auf Doping getestet wirst. Das heißt, genau das gleiche Prinzip. Ja. Aber gut, was stand noch an in der Project V oder sind wir schon durch? Gibt noch was Spicy-mäßiges, worüber man auf jeden Fall mal ein paar Worte verlieren kann. Was jetzt sehr, sehr breit getreten wurde auf Social Media in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Die Jungs von ESC, da ist hat ja der Manager gespielt, der Venix hat ja gespielt in den letzten Wochen, glaube ich, immer mal wieder hat der Stand-In gemacht. Und da haben sich viele Leute gefragt, wie ein DR2-Manager, der in Ranked jetzt nicht die beste Performance immer an den Tag legt. Ich fühle mich angegriffen, Spaß. Ja, ich bin ja kein DR-Trash mehr. Ich bin selber auch DR3 jetzt wieder leider runter, aber ich spiele ja keine Officials mit oder so, ich bin ja nicht mal als Player eingetragen im Roster, auch wenn ich knapp Immortal bin. Dass der halt 30er macht gegen halt sehr, 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 sehr gute Teams oder allgemein, wie gut er performt, auch auf
Agents, die er vorher niemals gespielt hat, einfach. Da kommt eine Astra mit 29 Kills, legt er dahin. Und du kannst Venix seinen Tracker anschauen, er hat nie Astra gespielt, gefühlt. Der Einzige, der sowas machen darf, bin ich, habe ich auch damals gepostet, aber deswegen. Ja, da geht es halt einfach darum, dass die Vermutung besteht. Wir wollen ja jetzt hier auch nichts sagen, was nicht unter Beweise gestellt wird. Man hat da Screenshots gesehen. Für mich sind die Screenshots ausschlaggebend, aussagend auch. Auch sehr belastend einfach, vor allem, weil nichts gesagt wird von den Personen, nicht mal, weil du kannst Screenshots, kannst du faken, natürlich kannst du die faken, aber in welchem, aus welcher ich Welt, so, die, sehe ich nicht. Es sind auch einfach diese, wie sagt man das, du kannst ja davon ausgehen, dass das stimmt, weil die Sachen, wie sie erklärt werden, ja auf der Hand liegen, ja. Sag ich mal, dass ein Manager so krass performt, das ist einfach, das ist komisch. Und dann auf einmal alles um die Orga herum, dann kommt ein Statement raus, Statement wird wieder gelöscht und dann spielt man irgendwie doch den Cup am nächsten Tag mit, der Owner schreibt irgendwelche Leute an und setzt sie unter Druck, dass sie jetzt mal mit Informationen rauskommen müssen. So, es ist einfach, es ist alles komisch, zeigt mir eigentlich fast nur, dass es wirklich so ist oder wirklich so passiert ist. Shady, halt. Jeder kann sich wirklich wie immer selbst eine Meinung dazu machen, aber ja, wir hatten schon recht letzte Woche mit unseren Cheat-Vorwürfen, was nicht heißt, dass wir damit auch recht haben, aber die Beweislast liegt schon sehr eindeutig darauf, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich enthalte mich da jetzt mal in der Richtung, dass ich jetzt schon sage, so was muss man machen als Punishment oder sowas, bis es irgendwas offiziell gibt, weil unschuldig bis das Gegenteil bewiesen wird, ist ja immer noch der Grundsatz, mit dem ich auch bei sowas weitergehe. Deswegen, ich hätte jetzt auch nicht Tister wie zum Beispiel öffentlich als Cheater bezeichnet in der Richtung. Aber ich hätte halt gesagt, ich habe die starke Vermutung, dass es so sein wird. Aber trotzdem passiert. Sobald jemand halt sowas zugibt, ist halt echt kritisch, dann sowas noch weiterlaufen zu lassen. Deshalb geben sie es ja noch nicht zu. Das ist ja das Ding, weil es kann ihm im Endeffekt keiner nachweisen richtig. Ja. Weil du kannst zwar die Hardware-ID checken, aber natürlich kannst du auch einfach von einem anderen PC spielen. Ja. Aber was ich mir da Gedanken gemacht habe, so, der wird ja sich dann irgendwann auch mal wieder an seinen normalen PC einloggen. Und wenn die Hardware-ID oder die ID von die IP, von der er sich eingeloggt hat, halt einfach so unterschiedlich ist, von so Standorten ist, dass das gar nicht sein kann, dass er eine und dieselbe Person ist, die sich da eingeloggt hat, dann würde ich halt einfach darauf mal checken. Ja. Weil es kann nicht sein, Mann. Und es kann wirklich nicht sein. Dann muss einfach ein Spieler einfach mal ein Statement auch raushauen. Vielleicht können sie es nicht, vielleicht haben sie irgendwas unterschrieben, dass sie es nicht können. Davon gehe ich aktuell aus, weil ansonsten hätte sich vielleicht schon irgendwer geäußert. Ich habe auch heute mal die, eine andere Sicht der Sache erzählt bekommen, ist, dass einfach vielleicht auch die Spieler nichts dazu sagen konnten. Vielleicht konnten sie gar nicht ablehnen, dass sie spielen. Natürlich kann man jetzt sagen, na, dann muss man halt drauf scheißen, aber wenn man vertraglich daran gebunden ist zu spielen, dann muss man halt spielen. Ist egal, was der Manager sagt. Dann hofft man vielleicht einfach, dass es nicht rauskommt, wenn man so eine shady Sache betreibt. Aber naja. Ich bin wirklich kein großer Fan von sowas. Vor allem nee. Auf der anderen Seite, wie krass ist denn bitte dann der, nehmen wir mal an, es hätte jemand auf dem Account gespielt in dem Szenario. Wie krass ist dann bitte der Stand-in, den die da gehabt haben? Also melde dich mal bei mir bitte. Ich bin immer auf der Suche nach guten Leuten. Also Respekt für die Performance. Sag ich Bescheid, kommst zu mir, alles wird gut. Aber ich meine, wir geben dir Asyl. Ich hoffe einfach nur, dass da nichts gecheatet war in der Richtung. Obwohl das schon als Cheaten gelten würde, wenn er auf dem Account spielt. Also ich glaube, selbst gecheatet wurde er nicht. Ich habe auch erst gedacht, vielleicht hat sich Phoenix im Sommersale auch irgendwas geholt, weil das war mein erster Gedanke. Aber natürlich jemand anderen auf dem Account spielen lassen, ist auch eine Idee, die man so machen kann. Ob es jetzt wirklich so ist, werden wir nie herausfinden wahrscheinlich. Ich denke schon, irgendwann kommt das raus, weil die Leute, ich glaube nicht, dass, ich glaube nämlich nicht, die NDAs, die unterschrieben wurden, nicht mehr gültig, dann kann man alles sagen, aber ich werde von fortan halt auf jeden Fall die Spieler, die da gespielt werden und auch ihn selber, die Orga, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu von halten soll, werde ich auf jeden Fall meiden, das vielleicht ein bisschen Abstand. Ja, ich werde da einfach Abstand von halten, ich werde da nicht mit denen irgendwas starten, so, das ist für mich einfach, das ist zu heikel, da bin ich einfach,
bin ich vor allem die ehrlich. Spieler müssen da Bescheid gewusst haben, was kann's passiert. Ja nicht geht nicht anders. Also, wenn jemand anderes mitspielt, ich denke, die kennen die Stimme, aber irgendwann kommt raus, dass es tatsächlich Fenix war, der Hidden Astra Talent ist, und dann sehen wir wieder dumm aus. Irgendwann kriegen wir euch alle, meine Freunde. Das ist echt so. Irgendwann kommt alles raus. Muss im echten Leben gar nicht stimmen, aber. Das ist ja ganz klar, also was man für Ehrgeiz, wenn man das Ehrgeiz nennen kann, in so einer Hinsicht ja, das stimmt. Haben kann, ist halt auch, vielleicht ist man einfach so erfolgsgeil, dass es halt dann einfach so für ihn halt in Ordnung ist, sowas zu machen. Man weiß es ja nicht. Ich würde auch sagen, wir haken das Thema jetzt hier einfach an der Jawohl. Stelle ab, weil man kann eh nicht viel zu sagen. Wir können einfach nur unsere Meinung dazu äußern. Das haben wir, denke ich, ganz gut gemacht. Jetzt gibt es noch ein Project V-Thema, worüber wir jetzt heute reden können oder was jetzt noch anstand. Und das sind einmal die Masters-Qualifikationen. Gibt ja diesen Split auch wieder ein Masters-Event von der Project V. Das Clutch Kings, gell? Genau, Clutch Kings. Ich weiß gar nicht, ob es ein erstes Master. Es gab nur ein Master. Das ist das einzige Masters. Es gab schon mal ein Clutch Kings diese Season. Ja, ja, aber nicht diese Season, oder? War das nicht letzte ich Season? Ich meine, dass es diese Season war. Dass Echt? Wir schon mal ein Clutch Kings hatten, wo wir im Viertelfinale rausgeflogen sind. Habe ich zumindest so in meinem Kopf abgespeichert, kann aber auch Fake sein. Also, das ist was. Ja, wirklich lost, muss ich sagen. Ja, wir sind Clutch Kings 1. Ja, wir sind tatsächlich lost, aber vielleicht bist du doch noch loster als ich in der Richtung. Nicht ich, das wüsste ich. Alter, aber nein. Das erste Clutch Kings war letzte Season. War das echt so? Ihr spielt noch ein Trunks und ein 4 Punkte für Slytherin. Ah, ich erinnere mich. Doch. Aber dann habe ich zumindest das Event kannte ich. Deswegen. Ja, da habe ich noch gespielt. Das war auf jeden Fall letzte Season. Aber okay, das zählen die sozusagen als erstes und jetzt kommt das zweite Clutch Kings. Ja. Einfach Masters. Da hat, glaube ich. Im Project V. Haben die nicht da gegen Penta gewonnen in der ersten Runde im Qualifier? Doch, 13-3, ich erinnere mich. Ich hab gestern was gesehen, ich erinnere mich auch wieder zurück. Ja, stimmt. Da haben aber auch viel mehr Teams mitgemacht, muss man sagen. Da waren 4 volle Bäume, Alter. Da haben also wirklich krank. Project, wie erste Saison war deutlich mehr los als diese Saison, kommst du mir so vor. Muss man ganz klar sagen. Muss man wirklich sagen. Nee, aber auf jeden Fall, Clutch Kings, gab es eine Qualifikation, ein Baum. Der oberste Baum war, mit recht unbekannten Namen gestückt, würde man jetzt mal sagen, oder zumindest keine Namen, wo man jetzt sagt, die müssen sich qualifizieren. Die einzigen, die da oben drin waren, die absolut underperformed haben, was man sagen kann, ist Epic Dudes, die erste Runde gegen Munich Esports rausfliegen. Das ist, denke ich mal, nicht deren Standard oder deren Vorstellung. Am Ende hat sich dann ein Seven Sense durchgesetzt gegen Matching Numbers im Viertelfinale. Und wir haben uns gegen Prinzen von Stuttgart in einem Todesbaum, wie man ihn kennt eigentlich, durchgesetzt. Einen Andrew Griffins war da dabei, einen CGN Youngstars, einen Prinzen von Stuttgart, die man natürlich kennt, einen Predators. Prinzen von Stuttgart, by the way, haben Predators und CGN rausgehauen und in der ersten Runde Exceptional Gaming, die wir von Arcadia kennen. Das war schon ein Mörderbaum, durch also den sich... PVS hat immer so diese richtig gestörten Talente, die gerade keine Zeit für Teams haben. So kommt es mir immer rum. Also macht Rebounder was Gutes. Genau, Rebounder, mein bester Freund. Matrix und Smile. Ah ne, Drownzy hat mitgespielt. Ja, Drownzy, Smile, die haben einfach so Rainbow Mind X Prinz von Stuttgart da irgendwie hingekriegt. Ah ja, Prinz Magnus ist ja Matrix. Ja, deswegen. Prinz Magnus einfach. Prinz Magnus, Alter. Wie der Name, aber. Ja, dann dritter Turnierbaum. Auf ganz entspannt eigentlich. Waren auch gute Teams dabei. Da sehe ich auch wieder GAR, die da bis kurz vorm Finale gekommen sind. Die haben dann gegen Gain verloren, die sich davor in einem absoluten Overtime-Krimi gegen Orange Gaming durchgesetzt haben. 24-22, Alter. 46 Runden haben die gespielt. Bam. Heftig, wirklich heftig. Also. Das sind einfach fast 2 Games in einem. 2 Games volle Länge. Ja, und in unserem Baum, ich meine, wir kriegen immer Dortmund in den ersten 3 Runden irgendwann. Ja, ganz kurz, die State Punks hat sich da durchgesetzt. Ja. Kovana erste Runde rausgeflogen. Ist vielleicht noch nennenswert.
Aber CC Steppunk souverän sich da durchgesetzt. Wir haben Genau, jetzt auch kannst gute du über Matches deinen da Baum. gehabt. Also ich fand unseren Baum krass. Euer Baum ist auch krass, Alter. Hier Wave Academy, dann haben wir hier noch Dortmund natürlich. Wave und Dortmund in einem Baum, nennen wir ein besseres Duo. Wo haben wir. Ah ne, bei Respawns und Romatra haben wir das. Unicorns. Ja, okay. Respawns und Unicorns. Und No Mistakes. No Mistakes, by the way. Erste Runde rausgeflogen. Krank, Also, Alter. nicht ganz Gegen mit den No Strats und. Mistakes. Gegen Strats, ja, gegen die Arctic Raptors, oder? Ah, stimmt, mit dem neuen Lineup. Die haben ja nicht mehr dann. Ist das Die haben ja Arctic Hyper. Raptors? Hyper und Numit haben die jetzt Ja. rausgemacht. Ja, die heißen jetzt Devius. Ah, okay. Keine Ahnung, die haben sie, wir sind wahrscheinlich weg von der Orga. Und haben sich jetzt umbenannt einfach. Ja, wollen wir kurz über No Mistakes. Die sind ja auch recht am Ende der Saison dazugekommen. Marquez im Endeffekt, der das da mit seinen alten Lurk-Jungs da aufbaut. Mit Uncates ist das, oder? Genau, Uncage, der da einmal Den False Bun bekommen hat, den finde ich Fallspann immer noch. kassiert hat. Das ist eins der Ganz, ganz komischsten weird. Vorfälle, die ich in 11 Jahren E-Sport erlebt habe, bin ich ehrlich. Ganz weird. Noch nie gesehen, dass ein Developer quasi instant den Bann zurückgenommen hat. So Ja. krank. Ja gut, Also, Fallspann ist passiert. Man merkt, natürlich, dass es Menschen machen gibt. Fehler, wenn die manuell Ja. sind. Marquez hat da, denke ich mal, einen coolen Core. Haben jetzt aber Numit und Hyper rausgenommen. Hyper jetzt bei Kovana, wie ich gehört habe. Zumindest haben die schon mit dem diesen Cup gespielt, sind zwar erste Runde rausgeflogen, aber ich denke mal, Hyper ist auf jeden Fall eine Edition, die einem Kovana auf jeden Fall gut tun würde. Bin mal gespannt, was sich bei Kovana entwickelt, weil von Kovana hören wir fast gar nichts mehr in der letzten Zeit. Die sind wirklich in Ich einem glaube, absoluten Loch. dass. Ich, Kevin hat nicht mehr mitgespielt und Miles auch nicht, Nee, oder? ich glaube, Kevin ist raus. Ich glaube, Miles hat Kevin sowieso und keinen Bock auf Miles Computer spielen. sind eigentlich beide raus und damit ist so das Herz des Teams, für mich zumindest, raus und gibt jetzt keinen Grund, wieso Kovana jetzt das allerkrasseste Team sein sollte, mehr in Project V. Also für mich, Kevin und Miles und Provex waren damals in meinem ersten Team, ich muss immer wieder sagen. Sind Jungs, an die ich immer geglaubt habe, auch wenn die 150 Jahre alt sind, alle zusammen. Aber passiert. Aber irgendwie fehlt jetzt so Kovana dieser X-Faktor, den Miles zum Beispiel gebracht hat, oder auch Kevin an einem guten Tag. Aber jetzt kommt halt darauf an, ob Andre das auf den Tisch legen kann, ob FAF7 sich da vielleicht durchballert, oder ob deine Kamera wieder Fokus bekommt. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, Alter. Wirklich, hallo? Was ist los? Mach Was einmal ist deine mit Hand Fokus? davor und wieder weg. Geht nicht. Geht Meine nicht. Kamera ist zu teuer. Scheiß drauf. Lass einfach Egal. weitermachen. Egal. Aber ich glaube Lange für. Rede, kurzer Sinn, Ja. glaube ich, oder? Im Endeffekt hat sich Dortmund durchgesetzt gegen Unicorns Jo. im Viertelfinale. Ihr habt gegen Dortmund verloren. Leider. The Classic. The Classic. El Clasico. Unicorns hat es relativ einfach gehabt oben. Nur Wii Sports im Endeffekt zu schlagen gewesen. Und dann schon Qualifikation gegen Dortmund. Da hat man sich dann ja nicht durchsetzen können. Und die Matches für Sonntag sind ja auch schon raus. Da gehen wir noch kurz drüber und dann machen wir aber auch schon weiter, weil wir haben jetzt eine halbe Stunde über Project V geredet. Nicht, dass alle Ja, Leute ist einschlafen. wieder viel gewesen. Ja, im Endeffekt spielen wir gegen Sissy State Punks. Sissy State Punks haben ja den einen, also Size haben sie ja verloren für Alex R. Vorwenn ist schon Ach, raus. Forven, sorry. Size ist noch drin. Forven ist raus der ist, glaube ich, zu, wie heißt das nochmal, dieses Ich habe Team da ihn im Prag aus gesehen. Spanien. Real Nee, Betis. es ist, genau, Real Betis. Ist ja schon bekannt, wurde ja schon announced, also Ja. dürfen wir sogar schon auch drüber reden. Haben Ja, mich was soll man überrascht im dazu Prag, sagen? muss ich nur kurz sagen. Also Spanisches Team halt, ist gut. fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe von Forven jetzt nicht viel gehalten. Er ist ja Caller gewesen. Er hat ja gecallt bei dem Team. Ja, Und das würde er deswegen jetzt wahrscheinlich auch in dem spanischen Team machen. nicht schlecht. Also gefällt mir, was ich da gesehen habe. Ist jetzt nicht Ja. individuell der allerkrasseste Spieler, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Er hat in Fortnite auch gute Mechanics drauf. Hat ja auch super viele Earnings, super viele Follower. Also ich Sollte kenne, Sage hab spielen, dann noch kann mit er auch Wände unserem. bauen. Okay, egal. Ich Ja, nee, würde. auf jeden Fall wir gegen SSP und Seven Sense gegen. Gegen Dortmund? Dortmund. Ja. Ja, meine Predictions dafür sind, bei eurem Spiel gewinnt natürlich Ryzen, es geht gar nicht anders. Und Dortmund gegen Ryzen dann im Finale.
Komm, Wird geil. schwer. Es ist nochmal ja ein anderes Lineup. Wir haben ja schon knapp gegen SSP mal verloren. Es ist auf jeden Fall machbar. Aber ich glaube, mit Alex R haben sie sich da einen starken Ersatz reingeholt. War Alex aber auch ist. wieder ein Jahr AFK Ja, gefühlt. Also ein Jahr AFK. Alex ist halt so, ich weiß es nicht, was der macht. Der hat halt 5v5 durchgespielt, also Search and Destroy. Ja. Kann man schon so sagen, der Typ hat viel Ahnung. Hat jetzt von Valorant selber wahrscheinlich, oder würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn er bei Big gespielt hat, noch nicht Nicht so viele Stunden 100%, aber insgesamt. Also er ist schon sehr weit. ja. Also er ist weiter als die meisten, aber ich glaube, im Vergleich zu einem Vorwind ist es jetzt kein Upgrade, kann Ich man würde jetzt so sagen. sagen, für Bottled V sollte es reichen. Kommt aber darauf an, wie viel Bock der noch hat. Aber ich glaube, das ist Ja. eh so eine der letzten Missionen in der Karriere von den meisten SSP-Spielern. Jetzt mal Dave's T ausgenommen, der ein krass junges Talent ist. Ich finde Dave's T einer Size doch von den. auch, oder? Size nicht auch noch recht Thais jung? auch noch jung. Ich meine nur, so Ach, von den Stavinci, Calvin Deutschen. S. sind halt so im. Haben wahrscheinlich ihren Zenit von Ja. FPS-Karriere schon ein bisschen überschritten. Also Aber. Dimmi, sage ich dir ganz ehrlich, Dimmi Ja. hat Maus in der Hand, bis er tot umfällt. Ich sag's dir. Deswegen, also, wie hat das mein Opa damals gesagt? So, da geht's nicht mehr darum, dann komplett alles zu gewinnen, sondern einfach nur den Highscore auszubauen, dass es schwerer wird für die Leute, dann an deine Achievements ranzukommen. So in der Art. Absolut. Deswegen. Die Jungs spielen immer noch phänomenales Ich Valorant, freue und mich auf das das ist die Spiel Hauptsache für tatsächlich. jeden. Das ist die Hauptsache für jeden. Ich freue mich auch richtig auf das Spiel. Ich bin mega gespannt. Und X-Ryzen gegen ja. Neu-Ryzen. X-Ryzen gegen Neu-Ryzen, ja. Im Endeffekt, ja, Dimi Kalle, langer Teil von unserem Team gewesen. Ist einfach so. Bin mal gespannt, wie sich das ablaufen wird. Wir können die Punkte auf jeden Fall mega gebrauchen, wenn wir uns da Ja. fürs Finale qualifizieren. Wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Weil dann können wir nochmal ein bisschen beruhigter in Richtung Split-Finale schauen, vielleicht. Aber sonst, ja, müssen wir in der Ladder auch schauen, dass wir dranbleiben, dass wir da auch noch gut Punkte mitnehmen. Und dann, ja, wird sich im Endeffekt jetzt in den letzten Wochen der Project V zeigen, wer dafür geschaffen ist, danach, ich denke, wieder in den Tech-TV-Studios in Krefeld das Project V-Finale zu spielen. Jo, also das wird auf jeden Fall interessant. Bei dem Project V-Finale dann als unglaublich gute Überleitung. Nach 32 Minuten Gelaber über Project V. Ich weiß, ihr seid schon alle eingeschlafen, die nur hier einschalten, für die höheren Ligen. Bei der Project V kann man sich nämlich für die Relegation qualifizieren. Und in der Relegation trifft man dann auf die VRL-Teams. VRL Dach Evolution, wie sie heißt, wo es den fünften Spieltag gab und. Es gab wieder, naja, gab gar nicht so viele Unentschieden. Beziehungsweise heute ist der nächste Spieltag. Wahrscheinlich seht ihr das dann morgen, das Video. Deswegen wird Desire und Maus heute schon gespielt haben. Beziehungsweise gestern, wenn ihr das seht. Aber am ersten Spiel, also am ersten Spieltag von Spieltag Nummer 5, gab es gestern ein 2:0 von ATEX gegen CGN. Was ich Ja. richtig krass fand als Match. Nicht jetzt. Richtig krass vom individuellen Skill an allen Punkten. Einfach nur so von der Storyline. 13-11 nach 11 zu keine Ahnung was. Und Und 15:13, gell? 15-13. Brutales Match auf jeden Fall. Somit hat ATEX den ersten Sieg in der VL eingefahren. Hat damit Lifetime auch schon gar kein so schlechtes Standing. Ich weiß nicht, hat Sparks überhaupt schon mal ein 2-0 geschafft? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Ich CGN zum glaube nicht. Beispiel zwei Wins hat in zwei Splits insgesamt. Wir selber haben auch in der normalen Liga zwei Wins, in Playoffs noch Wins. Aber es ist einfach die 1-1-Liga, wie gesagt. Ich hätte so gern Best of 3, ich muss es an dieser Stelle nochmal sagen. Also Aber. ich hab's ja im Endeffekt predicted mal, zum ersten Mal Predictions gemacht auf Twitter und das 2:0 gegen CGN. Ich hab's irgendwie gespürt, Ja. ATEX ist gut vorbereitet. Und die werden da auch auf jeden Fall im Mittelfeld irgendwo abschneiden. Ich glaube, ATEX gegen Ovation, das ist so das Finale in Anführungszeichen, was in meinen Augen den vierten Platz ausmacht. Und Wir haben zum also Glück den zumindest was direkten ich denke. Vergleich gegen alle. Also deswegen, wenn wir jetzt als Wave noch vier Karten gewinnen, dann können wir Oder einfach noch in die ihr Playoffs habt kommen. Desire noch.
Und die sei ja. Du weißt ja nicht, was wir vorbereitet haben für die nächsten Spiele, also. Ja, ich sag dir YOLO! ehrlich, absolut möglich. Auch ihr spielt noch gegen CGN, Hop, glaube ich sogar. Hopium, 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 sag auf ich jeden mal. Fall Hopium, Alter. Also, ich habe gesagt, Absolut. bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, werde ich daran glauben, egal wie unwahrscheinlich es ist. Also macht man es doch immer. Also ich meine, Und mit der rechnerisch ist Wahrheit alles muss man sich möglich. dann befassen, sobald die eintritt. Also, 1-1 gestern bei unserem Spiel gegen. Ich hab's gerade fast schon wieder vergessen, gegen Ovation natürlich. Klar, oder? Ah, es hat einfach wieder wehgetan. Anfangsschwierigkeiten, wie immer, gegen ein Team, das man individuell halt auf jeder Position eigentlich deutlich schlagen müsste. Hat wehgetan, in der zweiten Map dann wieder wie ausgetauscht. Ich meine, sing mir das Lied vom 1 zu 1, das ist immer dasselbe in der Liga. Wenn wir diese Season erste Map aufs Maul kriegen. Naja, wobei, dann gibt es entweder auf der zweiten Map auch aufs Maul oder wir fangen gut an und gewinnen dann den direkten Vergleich. Wir haben drei Unentschieden und dreimal den direkten Vergleich. It's something, kann man sich nichts von kaufen. Zwei Loss ist halt absolut nichts, was hier wirklich akzeptabel sein sollte. Mal schauen, was passiert in der Woche. Freut euch diese Woche auf irgendeine Ankündigung, mehr sage ich mal gar nicht. Aber es gibt noch einen Notfallplan, der gezogen werden muss. Ich meine, als amtierender First Seed in der Liga kann man sich ja eigentlich nicht in die Relegation verabschieden. Sehe ich nicht ein. Hoffe ich auch nicht, dass es passiert. Aber theoretisch ist es halt immer noch möglich. Aber die Relegation wird, glaube ich, echt schwer zu erreichen. Also so im Negativbeispiel, da müsste man schon beide Spiele verlieren. Aber gar keinen Bock auf Relegation, weil. Boah, Auch nicht. Relegation. Wie findest du die Relegation dieses Jahr im BO3, diesen Split im BO3-Modus? Heißt Do or Ich Die hab's mir nicht. BO3? Ich hab's mir noch nicht angeschaut. Do or Die BO3, Platz 7 in der VRL gegen Platz 2 von Project V und Platz 8 von VRL gegen Platz 1 von Project V in einem BO3, das entscheidet, wo es hingeht. Schon heftig, finde ich. Do or Echt? Die-Format, Also ja. im Endeffekt kein Halbfinale, Finale. Nix. Es gibt quasi Krank, Set Alter. Wirklich. Games. Oh mein Gott, das ist krass. Deswegen, und ich hätte auch vielleicht Und das, da ist BO5. wirklich alles möglich, weil du musst in diesem einen Spiel musst du 100% Genau, geben. deswegen. BO3 immer kritisch für so ein Spiel. Ich weiß aber nicht, BO5 zu krass. Weiß ich Nee, nicht. BO5 kannst du nicht machen. Nee, BO3 finde ich okay, aber man hätte vielleicht es wieder Double einfach Elim machen weiß ich halt auch können. nicht bei sowas, Nee, aber. Double auch nicht, aber Halbfinale, Final, also sag ich mal, du spielst gegeneinander, obwohl Geht halt Double, mit hey. vier Teams. Geht halt eigentlich nur Double mit Double Elim kannst du Elim. dann machen, vier Teams Deswegen, so war eigentlich. es ja im letzten Split Double Elimination. Aber da Ja, ist ja Lower dies. Bracket Winner kommt weiter Da gab es aber auch und drei Upper Plätze. Bracket. Also, es hat noch Ja, du kein. kannst ja, du weißt ja noch gar nicht, wie viele Plätze es im Endeffekt gibt, weil wir haben aktuell einen Fokus auf einem Die können Relegationsplatz nicht und einen absteigen aus Big. der VCT. Da gibt es keine Relegation. Man kann nicht aufsteigen dieses Jahr aus der VL. Und deswegen gibt es nur zwei Plätze. Deswegen, ich habe Okay, schon so einen jetzt verstehe Post. ich Ja. das ganze System und jetzt versteht auch, glaube ich, jeder, der hier zuhört, das ganze Ja, System. deswegen, Du das musst ist nicht nämlich in die der VCT Knackpunkt. aufsteigen, Aber aber du kannst in absteigen. die VL. Okay, Das ist schon naja. der erste Schritt zur Abgrenzung von VCT und VL, weil unerreichbar nach oben. Nach unten ist aber alles erreichbar, wenn man es so nennt. Deswegen, also, ich sehe es immer noch nicht, dass ein dass ein VRL-Team gegen ein Project V-Team in einem BO3 verliert. Sehe ich noch nicht. Aber wer weiß, was da noch kommt und was dann die Tagesform ist und so weiter. Aber weil schon gesagt wurde, sowas wurde gepostet, das muss ich mal einmal noch anmerken, weil das fand ich ein bisschen so No Shit-Moment. So, das Project V gepostet hat, wird es wieder ein Team in die VRL schaffen können, so aus eigener Kraft. Denke ich mir so, ja gut, es hat so Project V richtig, also war ja klar, dass letzte Season ein Project V-Team aufsteigt, wenn von vier Teams drei aufsteigen. Also richtig ein VRL-Team abgeschossen, hat glaube ich noch kein Project V-Team. Okay. Deswegen, ja, ich. Es Die war auch nicht mal Relegation. knapp, oder? Es war Boah, nicht mal unglaublich. ansatzweise knapp. Nee, also Also. ich glaube, Ovation ist recht schnell drüber gefahren. Auch ein Sparks hat jetzt kein nicht groß gestruggelt Hat gegen nicht Pro. Sparks gegen Penta damals verloren? Das ist nämlich das, was mir gerade, während ich das erzählt habe, noch gekommen ist.
Ich meine, Penta war schon nach dem ersten Spiel qualifiziert. Ovation hat gegen Kovana 2 zu 1 gewonnen Ja. und ja, Penta hat gegen Sparks gewonnen und dann hat Sparks gegen Kovana gewonnen. Aber Sparks Das ist hat die danach Tabelle. auch das komplette Roster gefühlt getauscht. Deswegen, ich finde Sparks, ich finde alle Teams haben sich diese, Geht, also oder? Haben die geht's. nicht Extreme alle? ist halt ein krasser Spieler, finde ich. Also SMZ haben sie als Sub genommen, Extreme spielt mit, Skyoff spielt mit, Kyoto spielt mit. Und Haxo. Ich finde, Die das spielen, Le also vier von ja. fünf spielen immer noch. Nee, Skyhoff war doch davor bei Penta. Ja, aber er hat Relegation ja schon gespielt. Für Nee, hat er nicht. Xbox. Der hat Doch? für Dings Ah, gespielt. nee, warte mal, dann ist das hier aber nicht richtig, weil dann haben die das wieder geändert, weil die Namen geändert haben. Weil ich sehe ja auch schon in der Relegation einen McConsti, Xanaki, Barcode, Rask. Aber die haben Relegation auch noch mit Doch. Felix gespielt, Nee, oder? Felix war schon bei uns bei der Relegation. Ja, aber dann stimmt's ja. Dann hat Skyo schon für Hat Sparks Skyhoff gespielt in schon der bei. Ah, okay, Relegation. das kann auch sein. Ja, ich Aber. würde mich jetzt auch wundern, wenn das hier falsch eingetragen wäre. Auf jeden Fall, sag ich mal so, dieses Attacks-Lineup gehört für mich in die VL. Ja, auf Aber jeden Fall. schwierig Zeigen sie jetzt. ja jetzt im Endeffekt auch, Ja, dass sie in die VL ich finde es gehören. trotzdem noch schwierig, jetzt zu sehen, dass ein Project V-Team aufsteigt. Ich freue mich mega auf die Relegation. Ich werde gucken, dass ich auch nach Krefeld kommen kann. Egal wer spielt, irgendwie. Mal schauen, ob das klappt. Ja, in der VL muss ich sagen, hat sich dieses Jahr die meisten Teams verbessert. Wer sich meiner Meinung nach jetzt nicht so gesteigert hat, sind auf jeden Fall auf Platz 1 der Enttäuschungen steht mein eigenes Team, muss ich ehrlich sagen. Kann ich nicht anders sagen. Absolut. Komplett unter den Erwartungen bis jetzt. Das ist noch nicht ganz vorbei, aber jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Und mal gucken, was passiert. Aber dann finde ich, CGN hat sich jetzt auch nicht so krass gesteigert in irgendeiner Richtung, weil da hieß es Top 3 mindestens. Sehe ich auch nicht. Ovation hat sich doch wirklich gesteigert, so aus dem Nichts. Ich hatte da wirklich keine Hoffnung mehr für Ovation, aber vielleicht ist es auch genau das, was die nochmal den Boost gegeben hat. Dann generell Angry Titans sowieso, die spielen alle zusammen, die wohnen da zusammen. Voll das Knall, das Abfahrt, Angry Titans Top Team, kann man nichts mehr sagen. Habe ich am Anfang deutlich unterschätzt in der VLs. Muss ich sagen, Angry Titans hat auch die Berechtigung da zu sein, wo sie sind. Mouse Desire, braucht man gar nicht drüber reden, hat eh krasses Team. Deswegen, die VL ist echt spannend jetzt, diesen Split. Nicht so auf die ersten Plätze, aber ich meine, es bringt dir nichts, Erster oder Zweiter zu sein, wenn du in den Playoffs dann wieder versagst. At Maus wie letztes Mal. Aber wenn du halt nicht mehr in die Playoffs reinkommst, kannst du auch Weiß, ja, nicht Playoffs Glück, verlieren. ne? Ich denke, Maus sieht mit am stärksten aus mit Desire, diesen Split. Also Wir haben meine. auch am Anfang gesagt, Ja. Ovation wird überraschen. Ovation spielt gut. Das ist im Endeffekt jetzt keine Überraschung mehr. Man muss ganz ehrlich sagen, ihr habt ja unter unseren Erwartungen, wie wir es am Anfang gesagt haben, gespielt. Und den CGN haben wir auch gesagt, wird unserer Meinung nicht so gut sein. Ja, was zu Sparks konnten wir nicht richtig einschätzen, aber untere vier war uns im Endeffekt klar. Wir haben im Endeffekt gut, ja, Angry Titans und Attack so die zwei, wo man im Mittelfeld sagen kann, dass sie sich behalten werden. So Angry Titans aktuell noch weiter oben, spielen eine phänomenale Saison, Line Ja. absolut insane. Und Attacks. Ja, was soll man zu Attex sagen? Attex spielt genau das, was wir uns vorgestellt haben. Sie geben einen guten Kampf ab gegen jedes Team. Gegen Maus, glaube ich, ein 2-0. Aber ja, was soll man machen gegen Maus? Dafür hat ein Ovation gegen den Maus eine Map geholt. Hast du es mitbekommen, was bei Ovation passiert ist? Ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist. Aber Nee. Ovation, also Maus hat verkackt bei der Lineup-Submission. Es gibt nämlich da Penalties dieses Jahr. Diesen Split, wenn man das nicht rechtzeitig reinschickt. Und Ovation durfte deswegen beide Maps aussuchen gegen Maus und durfte auch beides Mal Defense starten. Also es gab null Veto-Möglichkeit für Maus. Das ist ein Faktor, der vielleicht auch noch damit reinzielt, wenn man dann die Ja, beiden. das erklärt auch so ein bisschen, warum man auf Maus-Seite einen Split gegen Ovation spielt. Weil Man man hat genau nichts weiß, gepickt. dass Split. Man hat nichts gepickt, weil auf Ja, Maus-Seite. aber Aber ja. das erklärt ja, warum das im Endeffekt überhaupt zustande kam, dass Split gespielt wird. Weil ich glaube nicht, dass man selbst als Top-Team sich sagen würde: Ja, komm, wir fordern jetzt einfach mal dieses starke deutsche Ja. Roster, fordern wir jetzt einfach mal auf ihrer besten Map raus.
Das stimmt. Das hat mich damals schon irgendwie ein bisschen, fand ich komisch. Und jetzt zeigt es uns ja wieder, woran das da gelegen hat. Ja, und dann, ich glaube, zur VL können wir dann nächste Woche nochmal mehr drüber sagen. Es ist so ein bisschen zäher in der VL viel Content zu machen, weil das halt wöchentlich abläuft. Genauso wöchentlich läuft auch die VCT ab. Noch kurz Update von den deutschen Teams. Es gab den ersten Sieg von Big Clan. Vier deutsche Spieler, beste. Die können sogar noch in die Playoffs kommen. Krass. Ja, stimmt. Sie brauchen aber Schützenhilfe. Sie brauchen 2-0 auf jeden Fall. Nicht 2-0, sie brauchen einen Sieg im nächsten Match. Egal wie. Ja, das brauchen sie, aber sie brauchen auch, dass irgendwer gegen irgendwen gewinnt, glaube ich. Auf jeden Fall wird das echt spannend, aber ich glaube, der Knoten ist so ein bisschen geplatzt, wie sich so angesehen hat. Wie wir es auch gesagt haben, wieder ganz genau, klar. Also Big hat für mich ein Line-Up, das entweder komplett gut wird oder komplett versagt. Ich glaube aber eher, dass es gerade in die gute Richtung geht. Mal gucken, wie lange der Trend anhält. Du, wir haben auch gesagt, dass ein Big einfach vielleicht noch ein, zwei Spieltage braucht, um sich einzuspielen in dem System. So Lacker callt er ja, glaube ich, jetzt. Ja. Mit noch einem, und sie müssen ja dieses ganze Gob-B-System im Endeffekt müssen sie neu machen. Und ich glaube, bis sich die Leute so ein bisschen daran gewöhnt haben, wie der Caller ist, wie man sich darauf einstellen muss, dauert das immer ein bisschen. Das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt gegen Gambit gegen MI3, glaube ich, heißen die. M3C heißen die. M3C. Masters 3 Champions. Ja, Gambit, ex-Gambit, ich weiß nicht, den Namen kann man ja trotzdem noch sagen. Ist schon eine Hausnummer, ist schon ein sehr, sehr gutes Team. Die leiden wahrscheinlich sehr, sehr darunter, dass Gambit nicht mehr dahinter steht und dass sie so ein bisschen, ja. AdCloud, nein, kauft die wie in CS ein. Danke. Man weiß ja nicht genau, was da so dahinter steckt, hinter dem Team, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe einfach, dass das alles für die Jungs trotzdem ganz okay ist und dass sie da wieder stärker rauskommen. Ja, aktuell in der VCT, glaube ich, Fnatic mit Fnatic Abstand vorne. Phoenix, absolute Raketen. Ich finde, Guild ist mein Favorit dieses Mal, weil die haben. Guild ist in einer anderen Gruppe, oder? FPX und Fnatic sind in einer Gruppe und Guild ist in einer anderen Gruppe. Ja, Guild ist in der Gruppe von Big, ja. Zwischen den drei Teams wird sich am Ende der Titel entscheiden. Es geht ja erstmal darum, wer zu den nächsten Masters kommt. Deswegen. Also, das ist ja quasi. Da in den Playoffs wird ja dann quasi die Masterplätze vergeben. Deswegen. Ich glaube, würde auch sagen, dass Fnatic. Tatsächlich. Wie viele Masterplätze hat die EU? Ich meine drei. Drei? Ich meine wieder drei. Also ich habe das jetzt gerade nur im Kopf. Ich glaube wirklich, also Guild, Fnatic kommt rein und der dritte Platz ist ein großes Fragezeichen, weil alle Teams haben dieses Potenzial dazu. FPX ist für mich der Top-Favorit, aber wir wissen auch, dass FPX gerne reinchoked in solchen Matches. Aber auch wobei die haben ja letztes Mal, haben die es dann nicht hingeschafft wegen Visa und so weiter. Also, das wird noch spannend. Noch auf die andere deutsche Beteiligung, die wir immer wieder ansprechen. 1, 2, 3 Fokus trifft leider das ein, was wir auch ein bisschen vorhergesagt haben. Ich meine, man kann gute Ergebnisse liefern, indem man halt 11 Runden holt in einem Loss. Im Endeffekt kann man sich halt nichts kaufen von 1 zu 8 Maps mittlerweile, sind es, glaube ich. Es tut immer weh, das zu sehen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Reality-Check, dass dieser Miracle Run ein bisschen vorbei ist und das ist halt nicht wir für die. Wir hatten auch eine unglaublich schwere Runde. Ich glaube, Ascent und G2 hätte man schlagen müssen, weil gegen FPX und gegen Fnatic, wie wir gerade gesagt haben, so die zwei besten aus der Gruppe, Teams der ganzen Gruppe. Ja, und Breeze halt 11. Von dem 11-13, wie du gesagt hast, kann man sich nichts kaufen. Es fragt halt auch keiner danach mehr. Es fragt keiner nach, wenn du 2-0 verlierst. Ob das jetzt knapp war. Wenn man 2-1 verliert, so sag ich mal, was haben sie da, wie haben sie da gespielt? Deswegen. 13-7 gewonnen, 13-8 verloren, 13-9 verloren. So. Siehst du Yugi nach der Saison noch bei Focus? Spielt ein Yugi eine gute Saison bei Focus? Ja, natürlich. Ich sehe ihn tatsächlich nicht mehr bei Focus. Da gibt es ein großes Shuffle. Ich glaube, da wird einiges geändert. Ich hoffe, man baut da weiterhin ein Bucher herum. Weil ich denke, dass das ein absoluter Brecher auf seiner Rolle ist. Und gerade ein Fokus, ein Elias sollte sich da
voll und ganz an diesen Jungen klammern, weil Ja, deutsche sehe ich auch so. Repräsentanz braucht man auf jeden Fall. Selbst wenn man ein Profiteam haben möchte, das kann man, glaube ich, nicht vertreten, dass man dann auf einmal halt den beliebtesten Deutschen in der VCT oder einen der beliebtesten Deutschen in der VCT, der jetzt nicht bei Big ist, benchen würde. Also ich denke, man muss um ihn herum bauen. Vielleicht kann man Yugi halten, nochmal eine Saison überreden mit anderen Line-Up, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Teams Yugi haben wollen und ja, da hängt es dann mehr an den monetären Mitteln von Focus, glaube ich, ob sie ihn halten können oder nicht. Weißt du, was jetzt meine Bold Prediction ist? Ich sag dir, dass Yugi zu G2 geht. Ich wollte es gerade sagen, das ist meine, ganz ehrlich, ich wollte es wirklich sagen, weil wenn ein Team so einen Yugi sich holen möchte, weil sie einfach sich denken, so der Typ ist krass und er ist in einem falschen Team aktuell, dann ist es G2. G2 hat sich jetzt nicht für die Playoffs qualifiziert, die machen jetzt, ich weiß nicht, ob es Rebuild wird, aber mindestens irgendwas wird nochmal an den Personalien geschraubt. Der 10. Rebuild um Mixwell, Alter, kannst du dir halt wieder... Ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich würde alles machen, Yugi at G2. Yugi wird gut passen, glaube ich. Ja. Ich glaube, die haben keine reine Orb. Also kein Operator-Spieler oder einen Duelist, der halt die... Kellogg's war davor drin und hat man... Ich glaube, dass Yugi so 15 Mal besser ist als Kellogg's. Das ist so meine persönliche Meinung. Meine Kamera hat sich mal wieder... Ja, krass. Nach einer Stunde passt es halt auch. Ja, aber meine Prediction ist, Yugi geht zu G2, Focus bleibt komplett sieglos in diesem Split. Big, Hopium, aber schafft irgendwie noch in die Playoffs. Also ich hoffe, wenn einer einen Miracle Run machen kann, dann Big. Ja, deswegen. Also ich drücke Musashi und Naka und wie sie alle heißen, absolut die Daumen. Ich feiere die Jungs einfach und hoffe so sehr. Ah, gab ja auch einen Transfer bei Big. Hast du mitgekriegt, dass Finn, Manager, jetzt zu Maus gegangen ist? Auch krass. Also. Ja, du, ich meine, Lenz hat's gesagt, er kann dem Jungen nichts mehr beibringen. Der ist ja jetzt auch bald mit seinem Studium fertig. Und er ist ja selber Hamburger. Es gibt, wenn man eins zu eins zusammenzählt, dann... und ihn auch vielleicht ein bisschen kennt, dann weiß man genau, dass das seine Anlaufstelle war nach Big. Anlaufstelle war richtig gut wegen Hamburg. Ja, es ist halt einfach so. Der Hamburger, Maus ist eine Org, die zwar, glaube ich, auch einen Hauptsitz in Berlin hat, aber... Ja, direkt bei Freaks. Ich meine, ihr Headquarter ist immer noch in Hamburg. Und das ist der perfekte Play für ihn, wirklich der perfekte Play. Er hat so viel gelernt bei Big. Ich bin ein Riesenfan von ihm selber. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Lenz und der allgemeinen Big in general. Und ich wünsche ihm nur das Beste. Ich hoffe, dass auch der da ein bisschen mit in... er macht ja Teammanager für alle Teams, also so Head of Teams, so das, was ich im Endeffekt bei Ryzen mache. So was, was ich bei Wave auch mache, genau. Genau, ja gut, Wave hat ja nicht, hat ja außer Valorant halt, die haben ja nur zwei Valorant-Teams. Ja. Wir haben ja noch mehrere Teams, Maus hat ja auch noch League of Legends, was haben die noch alles, glaube ich. Wave hat auch noch League und alles mögliche. Egal, auf jeden Fall wünsche ich dem lieben Finn viel Erfolg. Ich hoffe, dass Big mir irgendwann mal verzeiht, dass ich vor eineinhalb Jahre Rentnerverein gesagt habe zu den Jungs, tut mir leid an dieser Stelle nochmal. Weiß nicht, wenn Lenz bis hier schaut, wird niemals passieren in diesem Leben. Überhaupt schaut es eigentlich schon besser. Falls du das jemals siehst, grüße den raus aus Berlin nach Berlin. Ich bin nicht in Berlin, aber ich habe da mal studiert. Deswegen, ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt einen guten Wrap-Up gemacht. Danke auch fürs Zuschauen und für die... Hast du gesehen, das haben Leute einfach die Einsen in die Kommentare geschrieben, wir bis zum Ende schauen. Was machen wir dieses Mal? Noch mehr. Ja. Sehr gut, ne? Schreibt mal ein Servus unten rein. Ja, schreibt einfach mal Servus rein. Servus ist top. Servus. Perfekt. Und... vergesst nicht, uns auf sozialen Medien zu folgen. Ich habe deinen Twitter-Link in der Beschreibung sogar geupdatet für jetzt. Hatte ich nämlich noch nicht, weil du hattest ja den falschen Link drin. Kam Cedric, übertriebener Shoutout nochmal an Cedric, kam und hat gesagt, ey,
erstmal hier deine Thumbnails und dann hier noch die Links in der Beschreibung passen hat. Ist angepasst, wenn ihr das hier seht. Und ja, mir bleibt in diesem Sinne eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Valorant-Daddeln, cheatet nicht rein, lasst nicht eure Manager spielen und alles wird gut. Und vor allem ganz wichtig, hatet keine Menschen, mobbt sie nicht oder was auch immer ihr darunter versteht. Seid lieb zueinander, habt euch lieb und ich beende einfach mal mit dem Wort Hä.